Basketball-Fans, mein Name ist Maxi und willkommen zum kleinen, feinen Nikolaus-Special. Ich begrüße euch aus meinem wundervollen... das ist so dumm. Aus meinem wundervollen Bart heraus. Da unten drunter versteckt sich irgendwann mein Gesicht. Ja, kann sein, dass die Audioqualität ein bisschen darunter leidet, aber komm, gönnen wir uns heute mal den Spaß. Ich dachte, das wäre ganz süß, mit einem kleinen Bart hier aufzutauchen, der natürlich auch aus Altpapier gemacht ist, denn wir bleiben unserem Stil treu. Hashtag der Umwälzeliebe für das Weihnachtsspecial 2018. So, Freunde, was machen wir heute? Nicht nur einen lustigen Bart anschauen, nein, ich habe mir natürlich eure Kommentare angeschaut. Ich hatte ursprünglich ja überlegt, ja, schaffe ich es vielleicht zu jedem was zu sagen oder was dazu zu schreiben tatsächlich. Aber Leute, bei der Menge, die da reinkommt, also nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die hier mitmachen. Bei diesen Unmengen an Kommentaren komme ich einfach nicht schriftlich hinterher. Und ich dachte, wir schauen einfach ein paar davon durch, machen heute ein chilliges kleines Reading Your Comments. Ja, das ist ein Format, das gibt es tatsächlich und das macht auch tatsächlich Spaß. Der allererste Kommentar, der gepostet wurde, und ich war davon eigentlich schon ausgegangen, dass es vom Philipp kommt. Er hat geschrieben: Hallo Maxi, erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, für uns einen Adventskalender zu machen. Und zum anderen sehr vorbildlich von dir, Zeitungspapier zu recyceln, anstatt teures Geschenkpapier zu nehmen. Dafür einen Daumen hoch. Ja, das haben wir auch hier nochmal gemacht. Also ich denke, das passt echt gut zusammen. Und die Idee mit den Geschenken in Zeitungspapier, die ist uns so gekommen, dachten wir uns, ja, das ist echt Blödsinn eigentlich, dafür also wirkliches Geschenkpapier zu kaufen und danach wegzuschmeißen, also im Endeffekt zu verschwenden. Und das wurde von der Community echt gut aufgenommen, bis auf ein paar Spielverderber, die meinen, das jetzt irgendwie ins Lächerliche ziehen zu müssen. Aber hey, genau deswegen habe ich den hier heute gemacht. Ja, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist Kreativität, Freunde. Super Video und die Musik passt doch sehr gut dazu, kommt man direkt besser in Stimmung. Sehr nice, das Zenlong. Geht ja schon sehr gut los, der Kalender. Freue mich schon auf morgen, Maxi. Das war vom Jux, vom Jux, ihr kennt ihn. Ja, schaut auf jeden Fall mit in die Videobeschreibung. Ich werde viele dieser auch Poketuber, die hier geschrieben haben, werde ich mit unten in der Videobeschreibung verlinken. Danke, dass ihr mitgemacht habt und ja, zahlreich, ja. Alle haben eigentlich geschrieben, nahezu alle. Gut, nächster Kommentar. Bianca ist mitvertreten. Cooles Video, mal ein anderes Video als das Jahr über. Genau, denn wir haben ja gesagt, jetzt zu Ende des Jahres, wenn es an Weihnachten geht, wollen wir ein bisschen was Besonderes machen. Natürlich, ein Adventskalender ist immer was Besonderes. Dass wir jeden Tag ein Video kriegen, ist genial. Ein paar andere Poketuber machen das auch oder machen Gewinnspiele eben zur Weihnachtszeit. Und da denke ich, ist es ganz schön, wenn auch wir unseren Teil dazu beitragen und hier eine chillige Session machen mit 24 Videos. Die Frage ist jetzt, haben Passagiere jetzt zu viel Geld für ihre Flugtickets bezahlt? Stellt sich jetzt jeder die Frage, was ist das für ein Kommentar? Tatsächlich, das Geschenkpapier ist ja aus Zeitung und auf Zeitung entstehen Nachrichten. Und das war eine Schlagzeile oder eine Frage auf dem Paket Nummer 1 und das hat sie schön aufgegriffen und mir dazu eine Frage gestellt. Ich liebe diese ganzen Pokémon Adventskalender, so viele coole Videos von euch YouTubern, esse dabei ein paar selbstgebackene Kekse und gucke entspannt eure oder deine Videos. Freut mich, vielen Dank für den Kommentar und ich hoffe, dass du noch ein paar Kekse übrig hast, denn es kommen noch genug Videos. Was haben wir noch? Mighty Türwald auch mit verlinkt, danke, dass du geschrieben hast, Amigo. Sehr gute Idee mit dem Zeitungspapier. Pokémon-Produkte produzieren ja leider schon an sich mega viel Müll. Natürlich bin ich mega gespannt auf deinen Adventskalender. Das war ja schon mal ein guter Start. Es gibt Kommentare, die kann man einfach getrost ignorieren, weil die sind einfach nur dumm. Ja, derjenige, der die geschrieben hat, wird wahrscheinlich das auch wissen. Ansonsten Openings und News zum Lesen, besser geht's nicht. Jazz, du hast es verstanden, Marvin. Du weißt, wie es läuft. Black Kevin, geiles Opening, du bist der Best. Pokémax, die schöne Vorweihnachtszeit euch. Danke euch allen, ja. Wir haben ja noch ein paar Tage, die wir zusammen die Vorweihnachtszeit feiern. Und wenn es dann zum 24. geht, ist ja schon angedacht, ein Community-Opening mit euch zusammen zu machen. Und wer noch was schicken möchte, an dieser Stelle nochmal die Info, der kann mir gerne Nachricht schreiben, entweder per Discord, Facebook, Instagram, E-Mail. Checkt in die Videobeschreibung, da stehen alle Informationen. Mein Arbeitskollege, der Dani, schön, dass du mitgemacht hast. Bisher auch bei jedem Video die interessantesten Fragen gestellt. Und zwar immer die Schlagzeilen hat er genommen, die man lesen konnte. Und die wichtigste Frage ist und bleibt, haben Passagiere zu viel für ihre Flugtickets bezahlt? Ja, haben sie wahrscheinlich. Gut, das ist die kurze Antwort. Aurizeros auch, perfektes Beispiel. Ja, auch einer unserer Poketuber mit aus der Schweiz. Yeah, geklautes Papier, aber das finde ich super von dir. Eine coole Box als Start. Schönen Abend, Maxi. Ja, wir haben was Schönes aufgemacht. Falls ihr die Videos nicht gesehen habt, checkt direkt in die Playlist. Ich werde sie da oben nochmal mit reinhauen. Dann könnt ihr euch das Video Nummer 1 anschauen und alle anderen, die ihr vielleicht verpasst habt. Griffin macht's sehr schön. Erstes Türchen Adventskalender der Umwelt zuliebe, ja.
Hashtag unseres diesjährigen Adventskalenders. Cooles Video, ich freue mich schon mega auf die weiteren 23 Openings. Ich finde es sehr gut von euch, dass ihr altes Zeitungspapier genommen habt. Hoffentlich bringt euch euer umweltbewusstes Handeln, neben einem guten Gewissen der Umwelt nicht geschadet zu haben, auch Glück bei den Openings. Ja, da werden wir mal gucken, ob das funktioniert. Ja, wir werden unser Bestes geben und hoffentlich euch trotzdem, wenn die Pulse nicht immer so gut ausfallen, einfach unterhalten können. Weil im Endeffekt geht es ja eigentlich um das Entertainment, ja, dass wir zusammen Spaß haben. Pulse natürlich immer geil zu sehen, aber trotzdem jeden Tag ein Video rauszuballern, das ist, denke ich, schon eigentlich das, was ihr wollt, ja, in der Früh, direkt beim Aufstehen, ja, um 6 Uhr kommt das Video, gleich mal gucken und dann ab in die Schule, ab in die Arbeit oder nochmal umdrehen und eine Runde schlafen, jeder macht das anders. Ja, und sowas wie zum Beispiel vom Poke Fairy Fan fand ich auch lustig. Maxi hat immer so Pech, entweder immer nur die tollen Regular Rares und wenn er mal was zieht, dann nur Karten, die er erst letztens ertauscht oder gekauft hat. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Raging Blaziken für einen sehr tollen Tausch. Eine Karte daraus habe ich gezogen. 3 Tage, nachdem wir getauscht haben. Damn it! Das fand ich auch süß von der Lena. Zum ersten Advent ein Lichtlein brennt und Maxi an die Umwelt denkt. Hashtag der Umweltzuliebe. Von Danny Löffrig. Haha, sehr lustige Idee mit dem Papier. Mache ich auch oft zum Geburtstag, so mit aktueller Werbung. Auch eine sehr gute Idee. Freunde, wie gesagt, es kommt cool an, weil keiner erwartet, dass das Geschenk in Zeitungspapier eingewickelt ist. Da wurde gespammt nochmal bei jedem Video, ich glaube, der hat erst ab dem 3. oder 4. Video hat er angefangen mit zu kommentieren. In PokéTube ist mega cool, die alten Karten mal wieder zu sehen, das ist echt mal wieder Nostalgie. Ampharos ist auch wieder ein mega toller Pull. Vielen, vielen Dank, Part Nummer 3, ja, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Es geht um Retro-Karten, es heißt Oldschool Booster, Vintage Stuff. Schaut es euch an. Das war echt gut. Hard Gold, Soul Silver sind meine Lieblingssets. Die Artworks sind einfach mega gut und das stimmt. Die alten Karten sind so toll. Nicht jeder sammelt sie. Ja, ich bin auch erst nach langem Überlegen dazugekommen, die mir alle zu holen. Dann hier noch eine Sache. Ja, wir hatten es bei dem Video Nummer 3. Das Geschenk war dummerweise in einer Todesanzeige gewickelt. Ja, das hat man erkannt. So halb und gut. Ein paar Leute haben sich daraus einen Witz gemacht und ziehen das ins Lächerliche. Dann habe ich einfach mal versucht, das zu erklären, wie das passieren konnte. Das war uns tatsächlich nicht aufgefallen beim Verpacken, aber versuchen wir es mit einer Erklärung. Tod und Leben gehören unabdinglich zueinander. Selbst in der Weihnachtszeit, in der wir die Geburt Jesus Christus feiern, gedenken wir auch den Verstorbenen. Das macht den christlichen Gedanken dieser so besinnlichen Zeit am Ende des Jahres aus. Das klingt in erster Linie nach einer schönen Erklärung, die könnte man auch so hinnehmen, denke ich, aber Fakt ist einfach, wir haben es verkackt. Ja, wir haben es einfach nicht gesehen. Wir haben einfach gepackt. Und dann dachten wir, ja, schaut eigentlich ganz cool aus, lass mal das so. Und dann, oh, damn it. Danach erst, als die ersten Kommentare kamen von den Bildern, die wir auf Instagram gepostet haben, Mist, da waren noch ein paar ja, Kreuze drauf. Ja gut, Dinge, die passieren, aber letzten Endes ist das, denke ich, nicht der Rede wert. Leider keine GX, aber ich schwöre, dass das Glück noch kommt. Wir bleiben optimistisch. Ja, man kann nicht aus jedem Produkt eine Rainbow ziehen, das solltet ihr euch auch merken, weil spätestens wenn ihr euch selber so viele Produkte kauft und die aufmacht, dann werdet ihr das selber erleben. Das funktioniert einfach nicht. Pokémon Methut. Du Top Luck, ja? Unfassbar. Ich habe noch nie bessere Pulse gesehen. Ja, Dinge, die passieren. Nicht so schlimm. Oh ja, das ist jetzt nicht aus dem Adventskalender-Video entstanden, sondern aus dem letzten noch Cards bei Mail-Opening-Format und da einfach nochmal direkt die Frage, ja, wir werden das natürlich noch ein, zwei Mal im Discord besprechen. Wir brauchen einen neuen Namen dafür. Das war eigentlich der Sinn dieses Videos, das so mal einleiten, noch mitzumachen. Bei den letzten Cards bei Mail Opening eben, bei der 112. Und da kam ein sehr, sehr kreativer Vorschlag. Und an den kann ich mich noch erinnern. Den gab es auch schon mal auf Discord. Vom Gianluca, aka It's08. Und dieses ganze Kürzel hier hat eine wunderschöne Bedeutung. Da hat er sich selbst übertroffen. Heißt: Maxi, der verwöhnte Staatsbürger, empfängt Präsente von seiner zur Schenkung manipulierten Anhängerschaft sowie Briefe eines Tauschhandels mit anderen Staatsbürgern, um sie in einem Video darzustellen. Sehr kreativer Name, mein Freund. Ich bin sehr, sehr, ja doch, ich finde es einfach schön, wie viel Zeit du dir genommen hast. Dieses wunderbare Konstrukt von Worten, ja, diesen Flow dahinter, diese Message, die du auch damit ausdrücken kannst, ja, in wenige Buchstaben zu fassen und zwar in das hier. Und ich denke, das können wir als neues Format doch schon wählen. Ja, das im Titel ist schon mal die halbe Seite auf YouTube und dann danach noch die Erklärung. Dann hauen die mir sowas von auf den Sack. Ja, das ist nicht mehr feierlich.
oder TCM in dem Fall, traditionelle chinesische Medizin, ja, für die, die es wissen, oder Trades im Community Mail, ist auch nicht schlecht. Tutti Frutti hatte ursprünglich die Frage gestellt, was am Nikolaus kommt, ja, ob es da was Spezielles gibt, und ja, das ist schön, dass die Frage überhaupt gestellt wurde, weil viele feiern den Nikolaus ja gar nicht und keiner schenkt der Sache vielleicht so Interesse, ne, oder Beachtung. Aber ich dachte, wir machen das eben heute so als Scherz, und ich meinte, wie wär's denn, wenn ich 10 Minuten lang Kekse esse und mir eine warme Milch dazu noch reinhau und dabei halt nichts anderes mache. Es läuft Musik im Hintergrund und ich esse einfach 10 Minuten. Fand er gut. Und noch jemand ist mit drauf eingestiegen und meinte, ey, lass doch ein Wettessen draus machen. Und dann sage ich, okay, let's go. Nein, das machen wir nicht. Das ist nicht notwendig. Ich denke, so ist es auch ganz gut, weil ich finde es einfach schön, ab und an euch die Kommentare einfach mitzuzeigen, weil nicht jeder liest die Kommentare, die jemand anderes geschrieben hat. Ja, man schreibt einen Kommentar und das war's. Und so hat jeder nochmal was davon. Das finde ich auch schön so. Hier hatten wir eine auch eine sehr nette Unterhaltung hier mit Versus HD. Versteh das nicht, du machst deine Videos so qualitativ etc. und kriegst nur 16 Likes und 50 Aufrufe oder so. Das ist nicht das Wichtigste der Welt, ja, aber wenn jemand weiß, was man da machen kann, bin ich für jeden Tipp natürlich dankbar. Und ja, warum nur 1800 Abos? Ich finde 1800 Abos ist übertrieben viel, ja, wenn man überlegt, wie lange man auch an so einer Sache vielleicht arbeitet, ja, ohne vielleicht große Kanäle danach oder davor schon zu kennen, die dann die Hälfte der Abonnenten schon zu einem schicken. Weil wir haben wirklich von null angefangen und es halt peu à peu gemacht. Wir haben auch nicht übermäßigen Content jeden Tag geliefert, ja, damit man hier wirklich die Aufmerksamkeit jedes möglichen Zuschauers bekommt, sondern wir haben das einfach aus der Community heraus dann gemacht. Zuschauer haben Freunde eingeladen, die Freunde haben wieder Freunde eingeladen und so hat sich das immer wieder aufsummiert. Und deswegen stehen wir jetzt auch, wo wir sind. Und ich finde, das ist auch die schönste Variante. Keine Ahnung, also darum geht es uns hier auch überhaupt nicht. Es geht immer ums Miteinander und das pflegen wir auch eben mit den ganzen Poketubern, die auch Bock drauf haben. Ja, wir haben es ja schon gesagt, wer ist alles mit dabei? Hunter TCG, ja, da muss ich es nochmal nutzen, die Chance. Abonniert Hunter. Denn jedes Mal, wenn ich das sage, bekomme ich einen Euro. Und jeder Euro, der bei uns reinkommt, geht erstens in unsere wunderschöne Pikachu-Spardose, die wir geschenkt bekommen haben. Und jeder Euro geht direkt wieder zurück in ein Opening, das wir bezahlen. Dann können wir neue Sachen kaufen, neue Videos drehen, mehr Unterhaltung wieder für euch. Also Hunter, 1 Euro kriege ich von dir. Ja, genau. Das greift es eigentlich nochmal abschließend auf. Tolles Opening. Ich finde auch, dass du mehr Abonnenten verdient hättest. Aber leider wissen viele die Art und Weise der Videos und die Persönlichkeit der YouTuber nicht zu schätzen, sondern wollen nur 1K-Opening sehen. In dem Fall entweder wirklich eine Menge Produkte oder halt, dass man extrem viel Geld in ein Video ballert und deswegen halt einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt. Um zu prahlen, sollte man sowas nicht machen. Wenn es immer einen guten Hintergrund hat, bin ich da auch voll dabei, ja, und unterstütze es auch, wenn möglich. Wir haben auch schon Openings gemacht mit 100 Boostern, haben wir 3 Displays aufgemacht, wir haben 4 Boxen von irgendwelchen Kollektionen aufgemacht. Ja, wenn es mal passt, dann passt es auch, aber sich darauf irgendwie dann zu profilieren, ist natürlich nicht so cool. So, ansonsten, Tauschangebote kamen natürlich mit rein. Einfach ein bisschen Feedback zu den Karten, die wir gezogen haben, ist auch mit vertreten. Wer sich die Boxen schon geholt hat, die wir auch aufgemacht haben. Also schöne Dinge und immer nette Worte von euch. Und das, finde ich, ist eben Gold wert, ja. Natürlich wünscht sich jeder, dass man die über Karten zieht. Ja, das wünscht man sich natürlich auch selber vielleicht, dass man mit den Karten wieder was Schönes anstellen kann, ob das zum Vertauschen der Community ist, ja, ob man die verkaufen will, um mit dem Geld wieder neue Produkte zu kaufen. Ja. Im Endeffekt verfolgen wir alle dasselbe Ziel und es ist einfach Spaß am Sammeln. Ja. Viele behalten die Karten, die sie selber ziehen, oder vertauschen sie an jemanden, von dem man weiß, er braucht sie für seine Sammlung oder es ist die Favorite-Karte. Und das machen wir auch ganz gut im Discord. Ja. Da wird viel getauscht, die Leute unterhalten sich auch einfach über ihre Interessen. Das ist im Endeffekt genau das, was ich immer haben wollte. Ja. Eine Community, mit der man einfach Spaß haben kann, mit der man sich über Blödsinn unterhalten kann, wie Philipp, der heute über Sackhaare reden wollte. Warum auch nicht? Es gibt Themen, über die kann man einfach mal quatschen. Oder auch nicht. Hauptsache, es ist Blödsinn. Nee, aber auch ernsthafte Themen. Ja, ich rede mit euch auch über eure persönliche Entwicklung, ja, was die Schule macht. Das interessiert mich ja auch. Ein, zwei Leuten konnte ich auch schon ein bisschen helfen, was die Schule betrifft, ein paar Tipps geben, auch für die Berufsfindung. Ja, weil ich meine, jeder bringt so seine Erfahrungen mit, die er im Leben gesammelt hat. Und ich möchte das auch, dieses Miteinander mit euch einfach nicht auf das Thema Pokémon beschränken, weil das zu machen macht es irgendwie so, als wäre es nur des Geschäfts wegen, ja, dass man sagt, man möchte nur deswegen über Pokémon reden, damit man selber bessere Karten bekommt, ja, dass man mit Leuten tauschen kann, dem was verkaufen kann. Aber darum geht es bei uns eigentlich gar nicht mehr. Wir sind ein großer Freundeskreis mittlerweile geworden, wir haben viele im Discord-Server, wir haben über 1800 Leute, ja, fast 1900, ja, auf YouTube, auf Instagram schreiben Leute, auf Facebook sind Leute mit vertreten.
Private E-Mails gehen auch mal ein. Ja, was eher seltener der Fall ist, voll okay. Ja, aber wir machen einfach unser Ding. Wir haben unser Spaß und wir machen es alle zusammen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Wir wollen mit allen möglichen PokéTubern weiterarbeiten. Erst neulich, vorgestern war das, glaube ich, habe ich eine neue PokéTuberin entdeckt. Mit der habe ich schon geschrieben. Und sie hat gerade erst angefangen. Ja, das erste Video, 2 Abonnenten gehabt. Ich war Nummer 2, by the way. Und da habe ich auch gesagt, hey, komm, lass doch gleich mal zusammen ein Video machen. Ja, weil für viele ist es halt vor allem am Anfang schwer, mit irgendwem einfach ins Gespräch zu kommen. Und keiner fragt irgendwelche Leute, ey, machst du mit mir ein Video? Das machen sehr wenige, das finde ich schade. Das ist die Scham dahinter. Viele haben auch mich gefragt, der auch unter anderem Groudon hatte gefragt und alle möglichen im Endeffekt, ja. Warum nicht? Klar, sehr gerne. Wir haben auch mit bisher jedem ein Opening gemacht, der mich gefragt hat. Und in dem Sinne dachte ich mir, hey, ich habe sie gerade entdeckt. Das ist ihr erstes Video, die ersten 3 Views oder 5 Views, was das waren. Ja, und die ersten 2 Abonnenten. Und jetzt schauen wir, was wir miteinander machen. Ich habe sie auch gepostet bei uns auf dem Server, habe ein bisschen Werbung gemacht, habe gesagt, schaut bei ihr vorbei, sie macht das echt gut und so. Falls ihr das sehen wollt, ja, schaut mit auf meinen Discord-Server, da findet ihr das auch alles. Auch mit Katsira haben wir mega Spaß, ja. Mit Aurizeros, ja. Das sind ja die PokéTuber und die sind alle mit vertreten. Mighty Tywald, ja, Marcel ist mit dabei. Ich glaube, Collectible habe ich noch nicht gelesen. Er ist vielleicht im Urlaub oder so, der ist nicht da. PokéFairy-Fan, definitiv. Jax, heute erst, ne, gestern haben wir miteinander gequatscht. Fand ich auch ganz schön, dass wir uns einfach austauschen können. Marcel, beste Tauschpartner, den ich habe. Warum sage ich das so sarkastisch? Ich habe 3 Wochen warten müssen, bis wir endlich tauschen konnten. Und dann habe ich die Karte, die ich von dir haben wollte, selber gezogen. Ich werde dir das noch bis Weihnachten nachhalten. Aber du kannst ja eigentlich gar nichts dafür. Gut, Sebi ist auch mit dabei, ja. Also ich finde es einfach toll, Freunde. Mir macht Spaß. Hunter, ja, abonniert Hunter TCG. Macht tolle Videos auf YouTube rund ums Thema Pokémon, Openings, alles, was ihr sehen wollt. Könnt ihr noch im Discord anschreiben. Hat auch viele Booster, die ihr euch bestimmt günstig verkaufen kann. Hunter, das sind 2 Euro. Vielen Dank dafür. Ja, Support. Wieder fast ein Booster drin. Gut. Ja, ansonsten, Freunde, wie es halt einfach so ist. Ich freue mich einfach, wenn ihr Bock drauf habt, weitere Videos zu sehen. Lasst auch Vorschläge da, was ihr jetzt nächstes sehen wollt. Wollt ihr zu Weihnachten das hier zum Beispiel nochmal sehen, dass wir uns diesen wunderschönen Bart nochmal dran machen? Ich weiß nicht, ob das von der Soundqualität halbwegs gut ist. Ja, ich merke selber, dass es darunter bockwarm wird. Aber hey, es geht um Spaß und ich denke, das hat Spaß gemacht. Ich finde, ich muss selber lachen, wenn ich mich in der Facecam sehe. Ich denke, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, es geht morgen wieder fröhlich weiter. Ich meine, wir haben immer noch eine Menge Openings. Und da werden wir auch weitermachen. Neue Produkte, neue Karten, bisschen wieder was für den Gewinnpot. Schaut auf jeden Fall mit vorbei, checkt auch auf Instagram, da wird es auch ein separates kleines Giveaway geben, weil da baller ich auch einfach random Codes raus, so wie hier. Einmal, was haben wir, Majestät der Drachen? Ich denke, das ist immer ganz gut, denn das kriegt ihr ja nur aus den Premium-Boxen und nicht einzeln irgendwo so her, ja? Also immer schön. Und auf Instagram gibt es dann wirklich Premium-Codes, irgendwelche Boxen, ja, dass ihr davon die Codes bekommt, ob es eine Tinbox ist, eine Collection, eine Elite-Trainer-Box, ja. Schaut einfach mit vorbei, würde mich auch sehr freuen, wenn ihr da mal einen Kommentar da lasst. Ich poste auch alte Karten-Designs, ja, weil nicht jeder kennt die alten Karten. Also wir nutzen einfach verschiedene Plattformen, um verschiedene Themen auch einfach zu adressieren. Und gut, lange Rede, aber ich fand es einfach wichtig, euch nochmal zu sagen, dass ich es geil finde, wie es läuft. Ja, allein die Fülle und die Menge an Kommentaren, die reinkommt, jetzt auch speziell bedingt durch den Adventskalender, weil jeden Tag was erscheint, das ist schon heftig und das schaffe ich leider natürlich nicht, jedem Kommentar eine Antwort zu schenken, aber ich lasse jedem Kommentar ein Herz da und das ist für euch das Zeichen, ich habe euren Kommentar gelesen und ich freue mich darüber und ich freue mich überhaupt über jeden Kommentar, der reinkommt. Ich mag das Format irgendwie am meisten. Sebi, das ist schön, das freut mich und das werden wir auch weiterhin so machen, dass wir diese Tauschvideos machen, wie gesagt, da brauchen wir noch einen neuen Namen. Dragoran Express, Rayquaza Express, Evoli Express, alles mögliche wurde schon genannt. Und Maxi, der verwöhnte Staatsbürger, you know what I mean. Ja, wir machen da auf jeden Fall noch zusammen weiter und sehen uns dann hoffentlich bald im nächsten Video und zum nächsten Türchen, zum nächsten Opening, zum 7. Dezember in dem Fall. Das wird lustig. Ich freue mich auf euch und wünsche euch bis dahin wieder alles Gute. Haut rein, Freunde. Bis bald. Ciao.